Guten Morgen, du liebes Volk Gottes. Ich danke Gott für jeden von euch, den ich kenne oder auch nicht. Du bist einmalig und wunderbar in Gottes Augen. Gott hat für dich heute was vor. Du darfst aufstehen, mutig sein, ob du im Urlaub bist oder nicht. Wir haben das Sommerprogramm gerade vor uns. Wir haben heute den 18. August. Das Thema unseres Sommerprogramms heißt, die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Worte, Samen in unserem Leben. Wir lesen in 1. Mose 1,11: Und Gott sagte, die Ehre lasse Gras und Kraut aufgehen, das Samen trägt. Vater, wir öffnen unsere Herzen und bereiten den Boden unseres Herzens vor, sodass dein Same hineinfallen kann und auf jeden Fall Frucht bringen kann. In Jesu Namen, Amen. Wir sind heute im Tag 3. Wir haben gestern gesagt, Gott sah mitten am Tag und es war gut. Die Meere waren zurückgesetzt, in ihre Grenzen gebracht. Und die Ehre war sichtbar, das Trockene. Die Ehre ist dafür da, damit Frucht wächst. Und da hat Gott begonnen. Der war sehr kreativ, glaube ich. Wenn wir heute sehen, wie schön die Ehre ist, was alles für Pflanzen gibt. In jedem Land ein bisschen anders, aber wunderbar und herrlich. Und wieder einmal steigen in mir Fragen auf. Gott spricht und sagt, was wachsen soll. Wir kennen es anders. Wir müssen den Boden bearbeiten. Dann brauchen wir Samen, um zu säen. Oder Kartoffeln zum Stecken oder so. Wie sieht Gottes Same aus? Die Antwort finden wir im Neuen Testament. Jesus erklärt den Jüngern. Der Same ist das Wort Gottes. Das ist aus dem Gleichnis vom Sämann. Der Same ist das Wort Gottes. Gott spricht und es wächst. Ohne Samen hat keinen Sinn. Was Gott tut, hat alles Zukunft. Ein ganzes Bild haben wir nicht. Doch Gottes schöpferische Vielfalt ist unzählbar. So wie alles, was aus seiner Hand kommt, das Gras hat viele Sorten, jedes Gras hat anderen Samen. Löwenzahn oder Spitzgras oder Brennnessel sind sehr gesund. Wenn unsere Wiese hinter dem Haus blüht, wenn ich rausgucke aus meinem Fenster, haben wir eine große Wiese. Erkenne ich die Handschrift Gottes. So viele Gräser. Ich weiß nicht, ob man die zählen kann. So viele Sorten. Nur auf einer Wiese. Gott sprach einmal zu einem jungen Propheten Jeremia. Ich setze dich an diesem heutigen Tag über Völker und Königreiche, dass du ausreißen, zerbrechen, zerstören und verderben sollst. Und um zu bauen und zu pflanzen. Das steht in Jeremia 1,10. Wir sehen hier Gottes Prinzip. Man kann in dieser Welt nicht gleich sofort bauen und pflanzen. Weil da sind oft erstmal verschiedene Wurzeln, Disteln, Steine und alles Mögliche. Unkraut. Und da müssen wir uns zuerst an die Arbeit machen und alles ausreißen, den Boden vorbereiten. Das kam leider nach dem Sündenfall. Davor, kann ich mir vorstellen, war der Boden sehr gut. Und nach dem Wort Gottes war alles wunderbar. Und plötzlich wächst raus alles, was Gott will. Dann hören wir immer wieder, wie Jeremia spricht. So spricht der Herr, so spricht der Herr. Manches war, er sprach und da musste er manches Alte
rausreißen, zerbrechen, zerstören. Und dafür musste er auch ganz hohen Preis bezahlen. Er war immer wieder entweder in der Zisterne oder im Gefängnis oder die Leute haben ihn angefeindet. Aber er hat auch immer wieder ausgestreut und hat immer wieder gesagt, so spricht der Herr, rufe zu mir und ich werde dir antworten und werde dir große und unfassbare Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Das ist Gnade, das steht im Kapitel 33, Vers 3. Ach, das ist so meine Lieblingsstelle. Wenn die Erde zum Pflanzen bereit ist, in diesem Fall mein Herz, darf ich Worte, die das Wort Gottes zu mir spricht, aussprechen und in mein Leben einpflanzen. Also dieser Vers, Kapitel 33, Vers 3, den habe ich ganz tief in mein Herz eingepflanzt. Und mit Samen, dass der Segen der Frucht auch auf meine Kinder und Nachkommen kommt. Also ich spreche es aus in mein Leben und ich sage, das wird auch in meine Kinder und in meine Enkelkinder kommen, dieser Same. Ich lebe so, wie Gott will. Ich spreche das, was Gott will. Und das geht rüber in die Kinder und dann in die Enkelkinder. Es ist gut, wenn wir gutes Verhältnis zu unseren Kindern und Enkelkinder haben. Dann kommt das Wort Gottes auch gut an. Es ist gut, wenn Eltern und Kinder, wenn sie gut kommunizieren, wenn Eltern den Kindern was sagen können und Kinder den Eltern was sagen können, dass es ein gutes Miteinander ist. Jesaja liefert uns viele Verheißungen. Zum Beispiel Jesaja 54. Denn es sollen wohl Berge weichen und Hügel hinfallen, aber meine Gnade soll nicht von dir weichen und der Bund meines Friedens soll nicht wanken, sagt der Herr, dein Erbarmer. Was für eine Macht! Berge können weichen, Hügel wanken, aber meine Gnade bleibt immer. Jesus hat in Matthäus 28 gesagt, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und in Jesaja 54, 13, das ist so ein wunderbarer Vers, das ist mein Trost. Und alle deine Kinder werden vom Herrn gelehrt. Und groß ist der Friede deiner Kinder. Das ist für alle, die gerne möchten, dass die Kinder in den Spuren Gottes gehen. Und wer ist zuständig? Ich als Mutter, ich als Oma, ich bin zuständig für meine Kinder und Enkelkinder. Und wenn ich dieses Wort ausspreche, dann bin ich ganz sicher, dass Gott das Werk, das er angefangen hat, auch vollenden wird. Und bei allem, was wir reden, lass uns bitte nicht vergessen, was der Mensch sät, das wird er auch ernten. Jedes Wort ist wie ein Samenkorn, das wir in unseren Garten werfen. Unbewusst, unbedacht, die Frucht wird wachsen. Ich möchte einen schönen Garten in meinem Leben haben. Du auch? Sei gesegnet, liebe Schwester, lieber Bruder, du liebe Braut Christi. Wir sind in der letzten Zeit, wir warten auf Jesus. Und deshalb bitten wir dich, Vater, in Jesu Namen, dass wir bereit sind, wenn du wiederkommst, dass du Frucht in unserem Leben findest. Gute Frucht zu deiner Ehre. Amen. Shalom und bis zum nächsten Mal.